Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PibbleTube zu Stardew Valley auf unserem Sonnenscheinhof. Tag Nummer 6, Folge 5. Wir fangen an. Schauen wir mal, was dieser Tag so mit uns bringt. Wahrsage und Wetterbericht, das interessiert uns wieder beides nicht. Wir haben Samstag, wir haben Post. Schauen wir mal. Oh. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldes im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Emeras Modius, Zauberer. Noch ein Brief. Hi Dave, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein sehr nettes kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen, dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin, ist natürlich, sie ist halt Monopolistin, ne? Es gibt halt keine anderen Schreiner. Ich wollte mal gucken, können wir diesen Burger, tatsächlich können wir den Burger nur in einer Küche herstellen. So, was machen wir? Also, wir haben Hofbucheintrag, trifft den Zauberer. Vielleicht könnte man das ja auch besser lesen. Du hast einen Brief vom örtlichen Zauberer bekommen. Er behauptet, Informationen über das alte Gemeinschaftszentrum zu haben. Betritt den Turm. Ja, natürlich. Der Zauberer. Der örtliche Zauberer. Es ist nicht nur ein Zauberer, sondern es ist der örtliche Zauberer. Der Zauberer aus dem Nachbarort ist gerade im Urlaub, deswegen konnte er mir nicht weiterhelfen. So, es sieht so aus, als ob aus unserer Frühlingsmischung hier nochmal Pastinaken werden. So, wir sind jetzt, haben jetzt natürlich eine höhere Gießeffektivität. Ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich gleich mal zum Zauberer. Wie spät haben wir es denn? So. Ne, Geode lassen wir erstmal, wir sammeln die mal, bis wir ein bisschen mehr Geld haben und sich das vielleicht auch lohnt. Gibt es hier unten schon neues Erz? Offensichtlich nicht. Vielleicht können wir uns in der nächsten Folge oder am nächsten Tag oder so mal die Minen anschauen. Den Turm kennen wir natürlich schon, hier waren wir schon, der verschlossen war. Kann uns sicherlich. Schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Hofbuch aktualisiert. Ah, komm herein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des Heiligen Gral, du verstehst schon. Und du, Dave, deine Ankunft habe ich schon lange vorhergesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Sieh her, ja, ja. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Sie nennen sich Unimos. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden. Das war eine goldene Schriftrolle, das war mir so auch nicht bewusst. Das sah ja aus wie eine Platte, eine Plakette oder ähnlichem. Höchst interessant. Warte hier. Ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück.
Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie. Was meinen Sie damit? Schniff, schniff. Ah. Komm her. Es wird, glaube ich, wieder eine längere Folge. Man kesselt Robert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftpilze. Kannst du es riechen? Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder durch deinen Körper durchdringen. Plus 38 Energie. Wirkt wie LSD wahrscheinlich. Also nicht, dass ich wüsste, wie ein LSD-Trip aussieht, aber bunte Farben, verschwommene Sicht. So stelle ich mir einen LSD-Trip vor. Ein bisschen rot rein, ein bisschen blau. Dann haben wir es eigentlich. Ich glaube, so oder so ähnlich wird das auch in vielen Losing in Las Vegas dargestellt. Wenn die LSD nehmen, ich weiß es nicht. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Jetzt hat er mich direkt so rausgeworfen. Das können wir ihn gleich nochmal anquatschen. Mal angucken, uns auf den Stuhl setzen. Können wir hier nochmal von trinken? Ah ja, ich habe deine Ankunft schon vor langer Zeit vorher gesehen, Dave. Allerdings liegt dein Schicksal ultimativ in deinen Händen. Ultimativ. Okay. Was machst du da? Da dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Okay. Sorry. Was ist das hier? Sieht aus wie ein großer Rasierer. Aber warum sollte man sich ein Rasiererpult in die Bude stellen? Nun gut, es ist 8.30 Uhr. Wir werden mal zum Gemeinschaftshaus gehen. Da war ein Häschen. Die kann man übrigens nicht jagen oder ähnlichem. Sondern die tauchen ja ab und zu mal bloß auf. Wie auch Vögelchen. Und das Gemeinschaftszentrum die ganze Zeit offen hat, angeln wir vorher noch ein bisschen, damit wir noch ein bisschen Fisch bekommen. In der Hoffnung natürlich, wir fangen Fisch. Also ich gehe davon aus, wenn ich das perfekt mache, so wie jetzt, oben steht perfekt, gibt es mehr Erfahrungspunkte fürs Angeln. Wir haben einen Schwarzbarsch gefangen. Ah, eine zerbrochene CD. Einen Treibholz. Eine grüne Alge. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Müll. Also wenn wir jetzt noch den Müll fangen, quasi dieses zerknüllte Stück Papier, was wir schon mal gefangen haben, als wir bei uns an dem Teich geangelt haben, haben wir, glaube ich, alle Sachen, die man außer Fische fangen kann, gefangen. Alles nicht sehr aufregend, ich weiß. Aber auch hier ist es so, auch wenn wir natürlich nicht den großen Joja-Konzern unterstützen, Geld regiert die Welt. Wir angeln, bis es oben in der Ingame-Welt um 11 ist, würde ich sagen. Und das sind wirklich noch die einfachen Fische. Also glaubt mir, es wird noch deutlich schwieriger. Wir haben einen Schwarzbarsch und der hat einen neuen Rekord, eine neue Länge, also einen neuen Längenrekord. Der ist gülden, hat einen güldenen Stern. So, jetzt ist es um 11. Eigentlich müsste ich jetzt aufhören. Oh ja, stimmt, die Joja-Cola gibt es immer noch. Die können wir tatsächlich, das ist das Witzige, die können wir tatsächlich trinken. Und sie bringt auch ein wenig Energie. Natürlich komisch, wie wir meine mutmaßlich offene Cola-Dose trinken können. Nur um euch das noch mal einmal ganz kurz zu zeigen, wir gehen noch mal kurz zu dem Joja-Konzern
hoch. Haben wir mit dir schon gesprochen? Sebastian. Du bist gerade eingetrunken, cool. Doch, mit ihm hat man, glaube ich, schon gesprochen. Hier sind wieder die Kinder und Lea oder wer auch immer. Ich glaube, hier, das ist Friedhof. Unsere geliebte Mona. Es gibt übrigens auch pro unterschiedliche Fische. Also wir könnten jetzt hier, können wir mal probieren. Wir ziehen zwar den gleichen Müll, aber unterschiedliche Fische aus dem Wasser. Und es gibt natürlich auch... Ich kann sie ja gleich mitverbrauchen. Was sei der Geiz? Wir können übrigens den ganzen Müll auch verkaufen. Ah, diese Angel ist echt eine Katastrophe. Mir ist gerade aufgefallen, wie ich langsam gehe, indem ich das Digipad nehme. Das wusste ich bis dato auch nicht. Ich weiß nicht, ob das auch neu ist oder ob es das früher schon gab und die ich einfach nicht genutzt habe. Upsa. Nein. So, und jetzt können wir uns hier nämlich, glaube ich, eine Mitgliedschaft geben. Wir vergeben ab sofort Mitgliedschaften. Mit einer Julia-Mitgliedschaft kannst du Verbesserungen in unserer Gemeinschaft mit Hilfe unseres entschlossenen Personals durchführen. Zu einem Preis natürlich. Oh, und noch was. Bürgermeister Lewis hat uns versprochen, sollte noch irgendjemand beitreten, würde er zustimmen, dass wir dieses alte Gemeinschaftszentrum in eine Julia-Lagerhalle umfunktionieren. Ist das nicht wundervoll? Eine Mitgliedschaft kostet 5000 Gold. Nun, möchtest du uns beitreten? Tatsächlich habe ich in meinen, glaube ich, jetzt 4 Durchgängen und keine Ahnung, 300 Stunden oder sowas, was ich reingesetzt habe, nie diese Mitgliedschaft genommen. Ich habe es halt nicht übers Herz gebracht, einem großen bösen Konzern zu unterstützen. Der böse Sachen macht. Das fand ich halt immer nicht cool. Wo steht eine Kiste? Kann man die? Nein. Egal. Wir lassen das jetzt alles da liegen. Vielleicht. Lehm. Hier oben können wir natürlich auch wieder oben am Wasserfall raus. Also am links. Also kommt man erstmal nicht weiter, aber dem Grunde nach ist das die Verlängerung dafür. Und jetzt gehen wir natürlich einmal ins Gemeinschaftshaus vorbei, weil wir jetzt natürlich die Hüter der Natur sind. Und gucken wir, was wir jetzt hier machen können. Und dann erklärt sich vielleicht auch, warum ich manche Dinge schon gesammelt habe. Chip. Aber hat er nicht schon diese goldene Schriftrolle eigentlich jetzt übersetzt und gesagt, was da drin steht? So, wie ihr seht, gibt es hier verschiedene Sachen, die man sammeln kann. Also in dem Fall gibt es Bündel, die man sammeln kann. Unter anderem Bündel sammeln Frühling. Dann gibt es Bündel sammeln Konstruktion. Holz, Steine, Hartholz, das ist Hartholz, das rechte. Herbst, Sommer, Winter und Exoten. Hier gibt es 2, 4, 6, 8, 9 zur Auswahl. 5 davon müssen wir sammeln. Wir haben das erste jetzt abgegeben und was braucht man denn hier noch? Frühling. Wir brauchen die Meerrettich. Also man kann das hier nicht anklicken. Das sind doch, das könnte man früher, glaube ich, auch nicht. Da muss man mal gucken, was es ist. Löwenzahn, Lauch und Meerrettich. Das holen wir jetzt mal schnell. Passiert hier nämlich vielleicht was? Gucken. Zieht viel Hechtsuppe in dem Laden. Also zumindest ist das Geräusch im Hintergrund so. Guck noch einmal hier schnell, ob es hier noch was Schönes gibt. Nö. So. So, wir verwerten mal noch schnell das, das und das. Den anderen Fisch behalten wir uns mal noch. Ja, könnte ich ja sicherlich vorstellen, warum. So, was brauchen wir? Den Meerrettich, den Lauch und die Narzisse. Nee, Löwenzahn. Die Narzisse haben wir schon abgegeben.
quasi könnten wir die Prinzesse probieren. Ich habe es jetzt richtig rumgemacht. Ist natürlich krass, dass mein Gedächtnis keine 5 Minuten hält. Also keine 2 Minuten, keine Minute, wo wir uns das angeguckt haben, was es sein müsste. Und dabei bin ich doch mit dieser Figur, also mit meiner Ingame-Figur, extra aus der Stressing-Welt abgehauen, damit ich jetzt hier Dings machen kann. Hi, Haley! Oh, du bist der neue Bauernjunge, oder? Hä? Oh, ich bin Haley. Wenn du nicht diese entsetzlichen Klamotten tragen würdest, wärst du vielleicht sogar recht süß. Geil! Selbst auf kleinen Dörfern Bodyshaming, also nicht Bodyshaming an sich, aber hätte nichts zu meinem Körper gesagt, aber zu meinen Klamotten und das schon ganz schön assi. Was interessiert sie ist, was ich für Klamotten trage. So, hier rüber. So. Tipp. Tipp. Kann ich hier vielleicht? Nein. Tipp. Und. Tipp. Wir haben ein Bündel komplett. Kriegen dafür. Eine Belohnung. Frühlingssaat. 30. Und dieses kleine Ding bringt was weg. Wie ihr seht, bilden sich neue goldene Schriftrollen. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. Hier gibt es Speisekammer. Wir müssen Nutzpflanzen machen. Unter anderem eine Pastinake, eine grüne Bohne, ein Blumenkohl und eine Kartoffel. Warum hatte ich nicht eine Pastinake? Wo habe ich die verkauft? Ich hatte sie einfach nicht mitgenommen, ne? So, haben wir hier Flussfische, spezielle Fische, Ozeanfische, Teichfische. Da ist unser Fisch aber auch nicht dabei. Nachtfische. Ups. Und Krabbenreuse. Wie ihr seht, kann man hier sehr viel Kram freischalten. Immer so ein bisschen mehr machen. Ich glaube, das Ding hier haut ab, wenn ich bloß hingehe. Genau. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine Bohne, die wir anpflanzen müssen. Kartoffeln haben wir angepflanzt. Pastinake haben wir. Blumenkohl haben wir auch. Da wir noch relativ viel Energie haben, werden wir jetzt unsere Frühlingssaat mal noch anpflanzen und uns dann Bohnen kaufen, damit die in diesem auch noch unbedingt was werden. Achso, ich wollte. Ach, jetzt habe ich Trottel. Vollidiot. Nein. Natürlich wieder ein bisschen vergesslich. Weil es gibt hier nämlich noch einen weiteren Punkt. So. Das kann ich hier. Nutzpflanzenqualität. Wir brauchen nämlich 5 goldene Pastinaken. Also müssten wir auch Pastinaken nochmal anpflanzen. Ist hier noch irgendwas? Exoten? Naja. Unseren Fisch konnten wir übrigens nirgendwo anbringen. Wenn ich das gerade nicht komplett falsch gesehen habe. Wir haben ihn im Teich. Fluss nach Teich. Nee. Der Schwarzbarsch ist da nicht drin. Und glaubt mir, diese Fische zu fangen, das ist eine ganz schöne Qual. Spätestens dann im Laufe des Spiels. Wir nähern uns tatsächlich auch dieser Endzeit im Sinne von es gibt dann irgendwann auch. Oh, es ist dunkel und du müsstest langsam nach Hause gehen. Das interessiert uns aber wenig, wenn wir auf unserem Hof sind, tatsächlich. So, und jetzt werden wir. Schupp. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
hier noch unser Feld fertig machen, bevor jetzt natürlich unsere Folge dann auch wieder vorbei ist. Aber wir haben ja viel gelernt in dieser Folge. Also wir müssen ganz viel Zeug sammeln. Wir müssen auch noch relativ viele Pastinaken anbauen, damit wir das dann halt entsprechend gute Pastinaken sammeln können. Und ich glaube, wir müssen dann mal gucken, wie wir Dünger herstellen, damit wir das halt auch zeitnah alles hinbekommen. Wasser. Und so haben wir natürlich auch, indem wir das hier machen, relativ steigern wir natürlich unsere Hoffähigkeiten. Würde ich sagen, dann kaufen wir am morgigen Tag, am Morgentag ist Sonntag, da hat ja leider nichts offen, aber Louis hat Geburtstag, wir können gucken gehen, ob wir Louis zum Geburtstag gratulieren können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so, Wahrsager und Wetterbericht brauchen wir nicht. So, jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig mache, dass wir unsere Folge, wie die ersten Folgen, beginnen können. Wir haben nicht so richtig viel gesammelt. Wie ihr seht, es sind nur 150, weil wir halt Müll und Krams gesammelt haben und ich drücke jetzt natürlich nicht auf okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir Tag 7 mit Tag 7 die erste Woche auf unserem tollen Hof Sonnenschein quasi abschließen. Auch wenn es hier, glaube ich, bloß eine 5-Tage-Woche gibt. Ne, 7 Tage ist ja Sonntag dann. Genau, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Dave hier auf PöbelTube. Ciao!